Oh, hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone im Standardmodus mit mir, dem Lean. Und zwar habe ich jetzt zwei Episoden schon aufgenommen heute. Und zwar einmal das hier, Priester, und einmal den Zulok. Und ich habe mir gedacht, komm, jetzt habe ich die zwei Wünsche abgehakt, die Zuschauerwünsche. Und jetzt möchte ich mich ein bisschen hier auf die Dailies befassen. Und ich hätte natürlich auch Bock auf Magier. Aber Paladin hatte ich auch schon lange nicht mehr, ne? Ah, ich entscheide mich jetzt trotzdem für Magier, ne? Damir gewinnt drei Spiele mit einer beliebigen Klasse. Okay. Dann machen wir auf jeden Fall Magier-Deck. Ich weiß allerdings noch nicht, was für ein Magier es wird. Da lasse ich mich jetzt mal ein bisschen spontan inspirieren. So. Zauberwahn fehlt ja jede Menge, ne? Da erinnere ich mich noch. Yogg-Saron. Und der natürlich. Boah, ein Drachen-Mage wäre auch noch mal gierig, muss ich sagen. Da hätte ich auch noch mal Bock drauf. Ich glaube, das machen wir auch. Ja, komm. Das ist Quatsch hier. Das ist Quatsch. Und den. So, dann nehmen wir das nochmal raus. Das war das. Und das war der. Und das. So. Den lasse ich drin. Das macht schon Sinn. Fangen wir wie immer an. Drache. So, das ist schon mal Quatsch hier. Hat der Magier keinen. Was hat denn ein Zauber? Magierkarten. Keine Fackel drin. Boah. Ein Schäfchen finde ich okay. Ja, das finde ich auch ganz okay. Fan von der Karte. Da bin ich auch nicht so Fan. Pack ich lieber zweimal die ein. Tu einen davon raus. Und tu noch einen Drachen rein. Oder mehr. Chromagus. Oder Ihmchen. Ja, ich glaube, so finde ich das besser. Drachenmagier. Ja, finde ich gut so, behalte ich so. Und los geht's. Bisschen Daily Quest machen, bisschen Drachenmagier spielen. Auch schon ein bisschen länger her. Bei mir Drachenmagier. Und natürlich der neue, die neue Legendary, die Todesschwinge mit eingebaut. Jaina gegen Garrosh. Sieg oder Tod. Ihr habt es so gewollt. Hallo. Hm.
Das war's. Meine Arbeit. Dringlichkeit, lasst mich in Ruhe. Ich hab das Kriegsbeil ausgegraben. Eine Rauferei, ich bin dabei. Oha. Oha. Ah, das hat er nicht schlecht gemacht, auf jeden Fall. Gut gespielt. Was soll ich nur tun? Das war ein guter Zug von ihm. Ich hatte leider keinen Flamestrike auf der Hand. Sehr ärgerlich. Aber solange er jetzt nicht hier noch 100 Petrins aktiviert. Jo, zieht Karten, ist ärgerlich, aber okay. Komm, jetzt übertreib nicht so. Ich hab das Kriegsbeil ausgegraben. Okay. FAG. Oh Mann, 4. Ich frage mich, ob... Schon tricky gegen ihn. Hör mal, da gibt sich richtig Mühe, ne? Der Typ. Rüstung, die passt. Oh, komm schon. Oh. Kommt alle her! Kommt alle her. Die Windaxt. Ich bin nicht so zufrieden. Natürlich harter Overkill. Oh mein Gott. Oh nee. Hart, 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 hart. Da hat er mich hart erwischt. Schade, schade, schade. Ich glaube, da komme ich nicht mehr raus aus der Soße. Mal einleuchtend. Wenn einer eine Pechschwinge ist, dann ich. Ah, das war's. Meine Klinge ist durstig. Hallo. Das war's.
Lass die Schmerzen sprechen. Ah, das hat er gut gemacht, ne? Schade. Aus der Soße komme ich nicht mehr raus. Kann ich machen, was ich will. Da komme ich nicht mehr raus. Ja, ich kann nochmal Karten ziehen. Vielleicht habe ich ja Glück und es wird ein Flamestrike. Oh ja, Flamestrike. Dann bin ich doch dabei. Ah, ich bin trotzdem tot. Das wird wohl keinen mehr geben. Lass die Schmerzen sprechen. Ah, er sucht jetzt natürlich nach einer Waffe. Die Waffe wird er kriegen oder ein Ansturmblut, ja. Ach, Kinder. Alarm, Alarm. Schade, schade. Strahlender Sieger? Gewinnt 1000 Spiele in einem beliebigen Modus. Hatten wir das nicht schon mal? Ich habe das Gold auch nicht nochmal bekommen. Ja, das wäre natürlich geil gewesen, wenn ich jetzt nach jeder Runde 300 Gold kriege. Wäre echt geil gewesen. Hätte ich zu euch gesagt. Ihr habt mir dick die Packs geholt. Ich meine, ich cheate nicht. Aber wenn mir das Spiel einen solchen Bonus for free gönnt, hallo, dann schlage ich natürlich zu. Ich grüße euch. Aber leider ist es ja nicht so. Ach ja. Paladin. Ah, Morlock Paladin, alles klar. What? Karten ziehen oder den zweiten Wurm legen, das ist hier die Frage. Ich glaube, Karten ziehen. Zwielichtdrache als nächstes? Denk schon. Oh mein Gott. Oder doch ein Feuerball. Zwielichtdrache, Feuerball, Zwielichtdrache, Feuerball. Ah, ist das schwierig. Na komm. Safety Förster, ne? Oh, hat er noch einen am Start? Na gut. Bleibe ich da erstmal dabei. Auf jeden Fall muss ich die Karten ziehen, bevor ich den ausspiele, ist klar. Alter. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Auf jeden Fall wird der weggepinkt, oder? Ah, ich hätte auch Karten ziehen können und das war natürlich ein bisschen dumm. Aber was soll's. Oh Gott, jetzt geht's ab. Ey, das sollte verboten werden, ehrlich. Warum habe ich immer so ein Pech?
dass die Leute aus dem zufällig noch einen davon kriegen. Wie soll ich denn jemals Herr mit dem Board werden? Wenn ich jetzt keinen Flamestrike ziehe, dann war es das sowieso für mich. Das ist nicht fair. Ich bin echt kulant und so weiter, aber das ist nicht fair. Also ich habe ja auch oft Murloc-Decks gespielt, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du aus dem direkt beim ersten Mal oder überhaupt noch einen davon kriegst? Ja, so ist schon realistischer, aber wie gesagt, wenn ich jetzt nicht meinen Flamestrike ziehe, dann wird das sehr schnell ungemütlich hier. Ah, der hat schon hier die 10-Mana-Karte auf der Hand, von wegen alle wiederholen. Dem ist das jetzt ziemlich egal, ob die... What the hell? Die sterben oder nicht? Meiner Meinung nach, ich habe erst gedacht, als ich die Karte gesehen habe, boah, geil, ne? War mein erster Gedanke. Die kaufst du sofort und baust die sofort in deinen Murloc-Paladin ein. Aber dann habe ich gedacht... So geil ist die gar nicht, denn wenn man die Murlocs wiederbeleben will, dann kommen ja auch die ganzen 1-1er-Idioten hier raus, die man gar nicht haben will. Ne? Deswegen finde ich das gar nicht so gut, um ehrlich zu sein. So. What now? Zurück in eure Häuser. Was? Ey, jetzt sag mir nicht, mit der Heldenfähigkeit geht das. What the... Ernsthaft? Junge, 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 das nimmt man nochmal. Auf in die Schlacht, Mann! Jo, genau! Komm, gib mir jetzt einen Flamestrike, Alter. Gib mir einen Flamestrike. Oh mein Gott, Junge. Als wäre das noch nicht aggressiv genug. Nö, jetzt kriegt er auch noch alles ein Gottesschild. Oh Mann, ey. Hold on. Hold on. Zweiter Flamestrike, bitte. Dagro ist real. Dagro ist real. Oh mein Gott. Schäfchen drauf. Ich bin tot, ne? Das war's. Hier, zack. Ja, ein Damage off. Den wird er noch irgendwie hinkriegen. Ach, ist das gemein. Oder? Ja, vielleicht auch nicht. Ich habe vor nichts Angst. Doch, der hat Mistliesel, ne? Ah, Bluff. Ja, jetzt killt er mich. Ich wollte schon sagen, Mist Liesel. Ja. Hammerhart, wie krass der mich überfahren hat mit der Aktion. Aber ich glaube, der hatte in seinem Murloc-Deck gar nicht dieses Ruf die Murlocs wieder, ne? Wenn die alle, also die, die gestorben sind, random. Jaina gegen Rexha!
Was soll's, weiter geht's, ne? Ihr habt es so gewollt. Boah, Schäfchen brauche ich nicht. Da brauche ich nicht. Die beiden behalte ich mal. Boah, das Kombo, ne? Eigentlich gar nicht so schlecht. 2-Mana-Zug-Karten ziehen, 3-Mana-Zug-Karten ziehen, 4-Mana-Zug den spielen, ne? Hallo. Hoffentlich mille ich mich nicht selber. 5, 6, na gut, ich muss den Coin auch ausspielen, ne? Ja, das passt schon. Das müsste eigentlich gehen. Ich kann auch den ausspielen einfach, ne? Geht auch. Glaube ich, vielleicht sogar schlauer. Kann ich Bedarf würfeln? Handmage, ne? So, mal gucken, was er jetzt da hat. Bärenfalle. Eine bärige Falle. So. 9 Karten habe ich dann. Das heißt, er kriegt eine Menge Leben. Ne? Hoffentlich hat er nicht hier reduziert auf 1 runter, da die Karte. Ja, auch genervt worden. Ne? Vielleicht hat er die gar nicht. Das wäre natürlich geil. Ich hätte den sogar noch reinrennen lassen können, dann hätte er jetzt 10 Leben. Schade. Aber eine 3-1er wäre auch ein bisschen sinnlos gewesen, stehen zu lassen. Ne? Ich frage mich, ob... Will ich mich? Nee. Gut, gut, gut. Okay. Guys. What's the going? Der wird weggetrieben. Wurm, Wurm. Und nichts mehr. Ah, war okay. Okay. Oh, damn. Das hat er gut gemacht, ne? Das hat er gut gemacht. Eieieiei. Okay, was machen wir da? Den pingen ist klar. Den eventuellen Feuerball auf den. So. Zack. Zack. Lord Evil, ne? Ja, hundertprozentig zufrieden bin ich nicht, aber macht schon wieder so ultra viel Face Damage, die Leute, ne? Das ist, was soll ich sagen? Ja, lass die Hunde los. Ich hab schon damit gerechnet, aber ist trotzdem okay, ne? Oh, der haut mir rein, du, das ist doch nicht mehr normal. Ich kriege mich nicht auf, aber das ist nicht mehr normal. Ein bisschen wasted, ich weiß, aber ich will mich jetzt nicht für 3 schlagen lassen. Der ist so aggressiv. Alter, was ist das für ein Deck, Junge?
Was soll ich denn da machen? Ich könnte mich jetzt mit Alex Strasser heilen. Ich glaube, sonst kann ich eh nicht mehr viel tun. Ich bringe Leben. Hab mich trotzdem tot, ne? 13, 15, ah, das war's. Kämpfe meiner Seite. Ey, Junge, was geht? Diese Runde geht an. Krasser Wasser, der übelste Ansturmjäger. Na gut. Ein 3 gebe ich dem Deck noch. Schade, ey. Das hatte ich gar nicht so mies in Erinnerung. So schlecht finde ich das Deck jetzt auch gar nicht, aber es reicht halt irgendwie nicht, ne? Man kriegt hart auf die Mütze. Das Licht wird den Sieg bringen. Das Licht. Hold on. Hold on. Vergessene Fackel. Okay. Gegen Priest. Hallo. Mana Wurm ist optimal. Optimal. Dann gibt es gleich einen Coin und Kartezieherei. Oder es gibt einen Coin und eine Fackel. Ne? Das ist auch okay. Oder es gibt. Hier geht's bald heiß her. Nice. Es gibt einen Coin und eine Fackel. So weit, so beautiful. Schattenwort Schmerz. Hoffentlich nicht. Komm, Junge. Ihr, mein Meister. Ah, Cthulhu. Cthulhu Priest. Cthulhu Priest. Fuck. Oh, und jetzt kann ich ruhig eventuell etwas sparsamer sein mit den Spells. Damit er mit Schattenwort tot nicht, obwohl. Na, gucken wir mal. Ja. Drei. Vier. Überlebt. Karten ziehen. Wird auf fünf gebufft. Boom. Ich frage mich, ob. So, kann sich nicht wirklich heilen, er kann mit seiner Heldenfähigkeit meinem Wurm 2 Schaden machen, was nicht reicht, er könnte einen Heal Spell benutzen, was jetzt auch nicht so die Bombe wäre, und ich kann, falls alles scheitert, das Ding auch wegpingen, ne, im nächsten Zug. So, ist ja einigermaßen alles nach Plan. Karten ziehen und weiter. Natürlich auch die Board-Control so ein bisschen verloren. Puh, das könnte einen guten Flamestrike geben, aber ich habe keinen Flamestrike ready, weil mir ein Mana fehlt. Ja, ich möchte auch ungern die am Leben lassen, aber ich muss
könnte den kaputt machen, aber ich muss den auch kaputt machen. Ärgerlich, aber ich muss. Jetzt wird er sich heilen und eine Karte ziehen und... Ja. Aber es gibt einen Flamestrike, der nicht gut ist, aber okay ist. Oder was habe ich für eine Alternative? Ach komm. Komm. Ich labe mich am Licht. Es war eure Schuld. 3, 6. Ich möchte sehr gerne im nächsten Zug Alexstrasza auf ihn machen. Das wäre so mein Wunsch. Sehr geil, es klappt. Ich bringe Leben. Oh yes. Kathun! Schattenwort, okay. Kennt ihr den geheimen Händedruck? Seid gegrüßt. Ich brauche auch noch irgendwas gegen den Kassoon, ne? Ich kann halt nicht einfach so... Warte mal. Ich trage die Kraft der Das war Kassoon. Hallo. Ihr habt mich besiegt. Ja, mich besiegt. Wow. Einer geht noch rein. Ein Spiel geht noch rein. Du. Jay! Wir spielen gegen Frost, Rang 17, Paladin. Hallo. Ich habe Blut geleckt. Ja, ich bin normalerweise kein Fan, aber go! Bum, 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 das war's. Hoffentlich ärgert er sich. Nein, ich gönne ja keinem was Schlechtes, ne? So ist er nicht. Meine Arbeit ist von höchster Dringlichkeit. Lasst mich in Ruhe.
zurück in eure Häuser. Oha. Den hat er mir zum Fraß vorgeworfen. Hört auf, mich anzulenken. Ich trage die Kraft der Pechschwiege neben mir. Ich habe vor nichts Angst, außer Mäusen. Todesröchel verleiht einem zufälligen befreundeten Diener Gottesschild. Cool. Kampfschrei verleiht euer Diener mit Gottesschild +1/+1. Alles klar. Nice. Kann ich mal da würfeln? Ich habe vor nichts. Außer Mord. Melde mich zum Dienst. Oh yes. Lasst mich nachdenken. Gleichheit! Eventuell. Ich frage mich, ob... Ja, okay. Ja, lang genug gedauert, ne? Irgendeinem befreundeten Diener. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ich trage die Kraft der Pechschwiege in dir. Ich bringe Leben. Fantastisch. 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 Überfordert jetzt, ne? Was soll ich nur tun? Oh mein Gott. Okay.
Okay. Mein Schild für Argus. Hört auf, mich abzulenken. Der Buff ist real oder was? Ja, ja. Gut gespielt. Fort mit euch, abscheuliches Wesen! Ohne Strom! Hinfort! Nice! So, Kinder, Geist, ne? Das war's jetzt mit der Episode. Ich weiß, ich brauche nur noch einen Win mit Magier, aber das mache ich jetzt nicht, ne? Nächste Episode muss auch nochmal sein. 45 Minuten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Peace out.